Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Let's Play von Heroes 7, Might and Magic. Los geht's. So, auf zur letzten Karte, der Waldfestung. Schließlich hatten Wislot und Danan ihren Bestimmungsort erreicht und würden nun endlich die sagenhafte Elementarschmiede des Sommers finden. Hey. Doch wussten sie beide, dass auf der dunstverhangenen Insel des Drachennebels unsägliche Gefahren lauerten. Drachen. Denn genau dort war Aschas Ordnung gestört. Doch was sie auch erwartete, sie würden es gemeinsam durchstehen. Herzukommen, diese ganze Expedition. Ich dachte, das sei meine Gelegenheit zu beweisen, dass ich mehr bin als die Tochter meines Vaters. Dass aber vielleicht Sylana größere Pläne mit mir hätte und mich nicht grundlos auserwählt hat. Auf der Insel habe ich den Glauben an mich verloren. Ich hasste euch, weil ihr der Retter wart, der ich nicht sein konnte. Ich habe zuletzt sehr viel darüber nachgedacht und glaube, wir waren beide im Irrtum. Ich war bereit zu glauben, die Drachengötter hätten mich einfach verlassen. Doch nun glaube ich, dass ich aus einem bestimmten Grund hergeschickt wurde. Oh, ich habe den dritten Helm. Ich glaube, der Grund war, euch herzubringen, damit ihr eure Bestimmung erfüllen könnt. Warum glaubt ihr das? Die Drachen haben einen gemeinen Sinn für Humor. Schicksal, Bestimmung, wie man es auch nennt, das ist nur ein Spiel für sie, dessen Regeln und Einsätze für uns unbegreiflich sind. Denkt darüber nach. Wie wahrscheinlich war es, dass ihr mitten im Ozean eurer eigenen Mutter begegnet? Das war mehr als unwahrscheinlich. Die Drachen haben einen Plan für uns alle, Danan. Ihr müsst eure Bestimmung noch erfüllen und beenden, was auch immer an dieser Elementarschmiede vorgeht. Ich spüre tief in mir, dass dies viel wichtiger ist, als wir vermutet haben. Verzeiht mir, ich wollte nicht lauschen. Ach, aber ihr könntet recht haben. Diese Unwetter werden immer heftiger, fast so, als sollte der gesamte Archipel zerrissen werden. Oh, bitte kein Zeitdruck. Darf ich zur Eile gemahnen? Zwölf Wochen. Warum bekomme ich den? Was? Er darf auch nicht besiegt werden? Ach, wie lächerlich. Ich wollte ihn aber nicht leveln. Das hat seine Gründe. Ach, sofort mich alle Kämpfe allein machen. Schlingen. Ist ja auch nichts. Sehr schön. Sehr guter Zauber. Was? Da habe ich doch gar nicht hingeklickt. Ach, du bist die einfache Form, okay. Sehr schön. Perfekt. Noch eine verloren. Sehr gut gemacht. So, aber er hat, glaube ich, ins Inventar noch den. Wo ist der Bogen hin? Deine Armee abgeben. Ach. Okay, hol dir hier noch ein Artefakt. Nochmal. Trivial. Wenn ihr das sagt, dann mach ich das. Ja, das ist auch die letzte Kampagne und danach kommt die finale Kampagne. Das sind zwei Missionen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wunderschön. 10. Danke.
jetzt echt eigentlich. Oh. Das lohnt sich jetzt sogar noch. Gut, er reitet schon mal voran. Okay, die Armee wird, glaube ich, was schwerer sein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall muss einer festgehalten werden. Und zwar du. Nichts, du auch nicht, du auch nicht. Ja. Dann würde ich das unter dich machen. Du wartest und du wartest auch. Kann nur einer weiter gehen. Oh. Das dauert. Was? Wo? Oh. 67? Da sag ich nicht nein. Geist, das ist das Beste. Oh. Aber ein Job für dich. Das ist echt ein nettes Item. Sie holen muss. Das ist okay. Gut, ich schätze, was geht hier oben lang. Die Map ist aber auch gar nicht so groß, wie ich gerade sehe. Nee, das holt die andere für dich. Die Dana. Ihr seid Fernkämpfer, ne? Ihr habt halt. Ist schon mal gut. Aber du hast Nebelschleier? Wer von euch hat einen Nebelschleier? Keiner? Wofür habe ich den Zauber denn gemacht? Ist ja dämlich. Muss ich mal übersehen. Boah, ich dringend Regeneration. Ihr dürft mir nicht wegsterben. Töte ein. Ja, schön.
Bro, du strippst ernsthaft? Der ist aber auch nicht, was man viel hat bei ihnen. Hatte ich ihn nicht auf. Ah, doch, habe ich. Der macht immer Gegenwehr. Ich erinnere mich. Shit. Aber mit recht wenigen Verlusten geschafft. Schon, hast du eine schöne Waffe. Ja, sehr schöne Waffe. Nee, du wartest erstmal da. Da, dann klärt das eben für dich. Klar. So. Gehst noch eben zu ihr. Sie gibt dir das rüber. Du das ausrüsten kannst und nur ich das auch noch mit. Dann rennst du wieder hier lang. Ja, erkunde das schon mal. Ein bisschen Gold ab. Und dann holt mir hier noch die Mine. Oh, ein Level ab. Hm. Trivial, sehr schön. Nein, könnt ihr knicken. Gegen so eine lächerliche Armee verliere ich ja nicht so viel Druck. Ich renne der andere auch noch durch, wer weiß. Hoffnung stirbt zuletzt. Immer das gleiche mit euch. Schau, wie viel Schaden die macht. 370, nicht schlecht. Oh, Woche 1 ist schon fast vorbei. Ach, so viele schöne Items, das ist fies. Sehr fies. Bescheiden, naja. Je tiefer die Elfen in die dichten Wälder der Drachennebelinsel vordrangen, desto schlechter wurde das Wetter. Sie bemerkten, dass sie nicht allein waren. Armeen aus Orks und Tiermenschen mit dem Wappen von Haus Chimera versammelten sich um die Schmiede. Shender! Siegt die Armeen der Zauberer und Orks und Tiermenschen. Okay. Das können wir so machen. Nein. Töten wir doch keine Hirsche weg. Dasselbe hier. So, ist halt Giftsprüher, dann kommst du wenigstens auf mich zu. Warten, warten, aufhören. Schön. Weißt
du ihn an. Bitte keinen. Und dann greifst du wieder an. So vier. Bye bye. Easy. So. Ach, machen wir jetzt mal das. Ja, dann kriegst du gleich schon wieder. Ach, ist okay. Ja, du kannst hier eigentlich gar nichts machen. Ihr hockt euch jetzt dahin und trabert irgendwie. Keine Ahnung. Seid kreativ. Ich wusste, dass mit diesen Orks und Tiermenschen etwas nicht stimmt. Hm? Wie meint ihr das, Wislott? Sie sind verzaubert. Ein Zauberer kontrolliert sie wie Golems. Sie haben keinen Verstand mehr, keinen eigenen Willen. Sie sind wie Marionetten. Ich habe sie bisher gar nicht getroffen, aber okay. Das ist furchtbar. Diese Kreaturen tun mir leid. Aber um Lebewesen in so einem Maßstab zu kontrollieren, bedarf es gewaltiger Macht. Wie? Drogen, oder? Die Schmiede. Ja. Dieser Zauberer verstärkt mit der Macht der Schmiede seine eigene. Ich glaube nicht, dass er freiwillig auf die Schmiede verzichtet. Er kanalisiert zu schnell zu viel Magie. Besiegt die Wächter, um den Bann zu brechen, der die Gefangenen bewegungsunfähig macht. Hä? Helfen die mir dann? Wie cool. Wehe, du greifst mich jetzt an. Blöd, Mann. Ja, da kann ich wohl hier lang gleich mit ihr. Ah, danke. Schön. Nehmen wir mit. Und dann würde ich mal sagen... Auf. Dauert aber noch ein bisschen. So, welches Gebäude haben wir denn hier oben? Bescheiden. Oh, klingt machbar. Schön. War mir jetzt egal, wie viel ich da verliere. Ich brauchte die Stadt so schnell wie möglich. Hast du Stadthalterfähigkeiten? Nein. So, immer noch tödlich. Ah, Mann, ich hab den nächsten Stadtportal, ne? Ich weiß aber nicht, dass sie... Oh! Perfekt. Ihr könnt hier bleiben. Dann machen wir euch mal nützlich. Schaffst du denn Diami hier? Nein. Okay. Aber. Moment. Sie hat ja. Oh, sie hat auch noch keine. Ich will ihr aber gleich welche geben. Ernst? Ach, wegen der 5 Meisterkreaturen, hm? Wie lange habe ich denn noch? 11 Wochen. Warten wir noch die nächste Welle ab, ja? Dann farm ich hier erstmal ein wenig. Du gibst dir so lange deine Truppen.
Habe ich hier nicht? Doch, habe ich. Oh, warum die? Kannst du noch besiegen? Nee. Jetzt habe ich so viel da verdient. Habe ich da die verbesserte Form. Schön. Und da. Hey. 5. Du Meister Yornix. Chimera-Schüler? Was macht er so lange? Ja. Machen wir schnell das Gebäude hier. Perfekt, nicht viele. Gold. Was machst du da? Ernst? Nein. Okay. Zieh dich zurück! Und du? Frag sie. Die mutigen Krieger sind wieder vereint. Ah, cool. Ah, die Truppen hätte er hier lassen können. Ja, Wehrtürme, ganz wichtig, falls er mich angreift. Merci. Jetzt habe ich zwar nur Mauern 1, aber Wehrtürme. Aber seine stärkste Einheit kann sowieso darüber fliegen. Nein, mach keinen bösen Zauber. Puh. Okay. Du machst 300 Schaden. 400. 400. Du hast doch so einen blöden Effekt. Ich überlege gerade, auf wen ich umschlingen machen soll. Ach, mache ich. Mache ich auf euch. Dankeschön, danke. Ihr steht in einer Linie. Das ist so nett von euch. Glaubt ihr gar nicht. Na komm. Oh. Uh-oh, der macht's dahin, ne?
Ja, ich weiß. Es war auch sehr provozierend, die Person hinzustellen. Provokant. Okay, wenn die mich angreifen, seid ihr tot, ne? Also ihr. Reich mal euch an. Das ist also nutzlos, sorry. Aber so ist es. Töte dich, töte dich! Warum machst du die Attacke überhaupt? Bleib doch bei mir! Sie. Sehr gut. Ach, der hat noch ein bisschen passiv, ne? Naja, schade. Du gibst immer einen Arcanes Schild. Arcanes Schild. Ja. Da gibt mir noch viele von. Komm da. Du willst es doch auch. Peng! Komm schon, du schaffst das. Komm, töte dich selbst. Ja, Wege bis zum Schluss. Noch nicht mal Items. Quatsch. So, jetzt kannst du Statthalterin werden. Auch bescheiden. Warum? Warum tut ihr mir das an? Warum kriege ich so wenig Gold? Warum ist das alles? Hm? Und ihr bringt auch noch 1000 Gold. Lang. Oha. Da ist hier eine kürzere Route. Ah, er ist da oben weg.
Ja, hier ist eine kürzere Route. Und er sieht es nicht. Und nochmal. Schön. So, steht keiner mehr nebeneinander. Und du fängst an, warum? Welchen Angriff kriege ich Schaden? Nee, ne? Auf immer. So. Yay, immerhin noch zwei. Warum mobbt ihr ihn? Nein, warum tötest du ihn? Ich wollte ihn nur schwächen. So. Ach, Mann. Kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Ja, es ist ein Kampfspiel, aber komm. Ich gehe mit Kampfspiel. Du wirst zwar immer. Geschützt. Du sowieso. Ja, das heißt nur, einer macht mir Terror, ne? Du. Oh, oh, das hältst du jetzt. Und finish him! Wie macht er, was man sagt? Okay, doch. Jetzt habe ich mehr Gold. Oh. Naja, habe ich auch mehr Gold. Auf die Art und Weise. Mich nur noch interessieren, wo es dahin geht. Und das Gebäude würde ich gerne nächste Runde bauen. Damit ich mehr Gold habe. Ah! Hm. Naja. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Och, wer kommt denn jetzt schon wieder? Bescheiden. Oh, okay. Komm halt. Ich würde die echt gerne bauen.
Nein, okay, der wird mich angreifen. Also das finde ich positiv. Weiß auch nicht, warum ich Nein gesagt habe. So. Ach Gott. So, jetzt war was richtig. Okay, machen wir es so. Erneut ein Kampf. Oh, kommt die 22. Ja, komm, mach's. Schön. Du wartest, du hast nichts. Au. Ist ja nett. Deswegen ist der Kampf wahrscheinlich auch überhaupt bescheiden, weil sie höher ist als ich. Zumindest ein bisschen schwächen. Vielleicht wenn sie nicht so viel Schaden machen, aber wehtun werden sie trotzdem. Aber die greifen sowieso wieder ihn an. Oh. Geh dahin. Nein, es dreht sich auch noch den Rücken zu. Ach, wie man sich selbst in die Scheiße weisen, ne? Okay, er greift's gar nicht an. Sehr gut. Du tötest erstmal die. Wenn du kannst. Zum Teil. Oh. Blöd. Nee, ist zu viel wie ihn. Habe ich ihn nicht so viel? Größtenteils. Ach nee, ist das schön. Stirb's trotzdem. Ah, okay. Gerade Truppen. Ne? Warum bist du so schwach? Ha, scharf würde ich mal sagen. Ne? Du wirst sterben. Aber kann ich ihn so töten? Ja, verrat's mir nicht.
Die sollten mich nicht halten. Gut. Super. Super! Oh nein, das wird doch von den Türmen getötet. Ich hätte nicht versuchen sollen, nett zu sein zu denen da oben. Zum blinden Schwert. Okay, also die werden, solange sie noch verflucht sind, mich permanent angreifen. Hab's verstanden. Ist sehr nett. Gut, ich mach mal einen kleinen Skip, bis die Angriffe hier aufgehört haben, ja? Bis gleich. So, die Kämpfe sind jetzt erstmal vorbei. Und ich habe gerade gesehen, da sind Einheiten drin, ne? Ah. Gut, ich werde jetzt versuchen, hier hochzulaufen. Ein für alle Mal. Diesen bösen Gegnern Einheit zu gebieten. Hohe Ziele, hohe Ziele. Ich weiß. Ach, du bist es. Zwei Titanen. Ja, schon ganz gut. Warten. Genau. Ja, da kommt jetzt der Hebel Schleier. So, die einzig starke Einheit ist er hier. Und er vielleicht noch. Die ist okay. Aber der Rest kann man knicken. Deswegen muss das auch alles hier nach Prioritäten töten. Ist da ein Loch? Nee. Das ist halt nicht viel zu tun. So. Er darf jetzt nicht mehr angegriffen werden. Für wie viele Runden? Eine noch. Okay. Das heißt aber, das darf ich trotzdem machen. Außer er hat dann eine Immunität. Nö, hat er nicht. Dann muss ich das sogar machen. Baba! Schön wär's. So, nö. Du bist ein bisschen zu schwach. Du kannst hier. Das kannst du machen. Und töte ihn. Du schwächst die Luft. Oh, jetzt wird er kritten. Was mit den drei Stacks, dass man dann krittet, ist echt praktisch. Besser als ich dachte. Ehrlich gesagt. Immer diese Leute, gegen die man keine Gegenwehr machen kann. Ne? So, jetzt leide. Den dritten Stack. Jetzt würde jeder kritten. Hui, sie. Ja, sie macht das sogar. Sehr schön. Und bumm. Ding. So einfach ist diese Schlacht. Ja. Man keine Angst vor haben. Kommt die Armee die ganze Zeit daher? Schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, das trage ich noch. Weil ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich es besser bekomme.
ihr werdet alle ignoriert. Und ich bin an meinem Ziel angekommen. Na komm, machen wir das. So. Wer ist denn hier oben? Trivial. Das höre ich gern. Ach, ihr seid das gar nicht. Was kann ich denn da... Ah! Oh! Puh! Okay. Erstmal eine Zaubererstadt. Das ist... praktisch. Das auf jeden Fall. Möchte ich hier gar nicht schlecht reden. Ihr habt ein arkanes Portal? Das ist sehr geil. Bah. Das ist mal ein schönes Geschenk, würde ich sagen. So, ich versuche mein Bestes gegen die. Einmal steigert. Steigert die Abwehr des Helden für die nächsten zwei Schlachten. Nächste Schlacht um 2 und die Führungskraft um 5. Ja, dann mache ich jetzt den. Den Zauber auch noch vorher. Moment mal. Ach, du hast neue Zauber gelernt. Niederlage. Mach ich trotzdem selber. Euch werde ich auch noch vernichten. Nein. Irgendwie anders. Yeah. Kann ich nicht irgendwie euch beide treffen? Dann warte ich halt. Wie, ihr habt doch Bezug. Ihr habt eine hohe Reichweite, ne? Ich erinnere mich. Ah, da war was. Ah, da war was. Da war das auch. Okay. Müssen wir machen. Das ist noch mehr. Sehr schön. Und du darfst jetzt hier deinen Killer-Move machen. Was? Er hat mir zwei... Du hast mir zwei angezeigt. Mann. Bei solchen Packs krieg ich eine Krise. Ich hab meine Edge-Viecher. Nein. Reh-Viecher. Nein, nein. Regeneration. Bitte nicht töten, bitte nicht töten. Perfekt. Hier wurden die Verluste gering gehalten. Ja, und? Wir haben dort Menschen gefangen gehalten. Nee. In Zwingern, wie Hunde. Und es gab da auch alle möglichen Tiere. Bestandteile für abscheuliche Magie. Der Zauberer benutzt die Schmiede nicht nur zur Steigerung seiner Macht, sondern auch, um sich neue Diener zu erschaffen. Menschen und Tiere mit der rohen Magie der Drachenlinien zu verschmelzen, steht im Widerspruch zu den Gesetzen der Natur. Das ist ein Wahnsinn, der beendet werden muss. Sehe ich auch so. Okay.
Somit. Der hat hier alles eingefroren. Das ist ein Eismagier. Es wird jetzt langsam mal auf die Meisterkreatur gehen. Gut, das war's auch mit diesem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!